meine lieben Freunde. Willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal hier, besser gesagt. Ja, Leute, was, wie ihr es schon gelesen habt, die Bewertung des Solo-Films. Ja, Leute, ich war ja da selber schon drin in der Woche, als rauskam. Und zwar vorletzte Woche Freitag. Da war ich drin. Und ja, Leute, ich muss sagen, der Film aus meiner Sicht war übel geil. Also meine Bewertung hätte er 5 von 5 Sternen. Weil ich fand, der war krass auf jeden Fall. Also da waren Explosionen. Und wer jetzt nicht gespoilert werden will, jetzt nicht, der kann gerne, brauchen jetzt nicht zugucken oder so. Aber ja, für die anderen, also ich muss sagen, meine Empfehlung ist es, also ich, nach meiner Empfehlung ist es wert, in diesen Film zu gehen. Weil ich muss sagen, der war auf jeden Fall richtig Explosionen geladen. Der Hintergrund, die Geschichte war einfach geil. Mal Han Solo als, ja, so zu jungen Jahren zu sehen mal mit Chewbacca und so. Und Chewbaccas Hintergrund, was auch passiert ist nach dem Klonkriegen mit ihm und so. Und ja, das ist schon cool, mal das im Film zu sehen. Und ich muss sagen, der war auf jeden Fall geil, gerade bei den Pikes, der Teil dann, ja, komplett eine Explosion und so. Und man, und das, was ich richtig geil fand, dass endlich mal die Pikes zu sehen waren. Die Pikes, Alter, Leute, die Pikes, das war eigentlich, in The Clone Wars haben wir die Pikes erst kennengelernt, auch richtig groß noch. Und das war dann ja eigentlich nur ein Verbrechersyndikat. Die Pikes waren ein riesengroßes Syndikat. Und ich muss sagen, das war auf jeden Fall richtig geil, mal so mehr über die Pikes auch zu erfahren, weil ich habe mich jetzt nicht so aus mit Kanon und so und diesen ganzen Müll habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt, weil da gibt's eh, das ist, sage ich mal, aus meiner Sicht verstörend, weil manche Sachen, die sind einfach nicht so, jetzt sagen wir mal, passiert, und andere Sachen, die sind einfach komplett herausgezogen aus dem, das ist komplett andere Geschichte nebenbei. Und ja, also ich muss sagen, ich finde das lieber in dem Film, das mag ich einfach, die Storys und so. Und ich muss sagen, der war auf jeden Fall richtig geil, der Film, und ich kann ihn echt nur weiterempfehlen. Und wenn ihr euch den mal angucken wollt, dann freut mich das auf jeden Fall. Und ja, Leute, außerdem gehe ich morgen noch in den neuen Jurassic World Film, Jurassic World The Fallen Kingdom. Ja, Leute, da gehe ich auch nochmal rein. Heute ist ja die Premiere, Leute. Also Premiere, wer Jurassic World The Fallen Kingdom sehen will, kann heute ins Kino gehen. Heute ist Premiere, heute ist Film draußen. Und genau nächste Woche Dienstag, Leute, ist Jurassic World Evolution dann da. Ja, Jurassic World Evolution. Das Game wird auch auf meinem Kanal hier bald erscheinen. Ich werde es mir heute noch vorbestellen, beziehungsweise morgen oder die Woche zumindest. Auf jeden Fall werde ich mir dies vorbestellen, das Game. Und dann werdet ihr das Game nächste Woche dann sehen. Ja, Leute, da feiern wir dann mal Jurassic World Evolution nächste Woche und gucken uns das Game mal an. Ich habe mir schon ein paar Gameplays reingezogen und so. Und ich muss sagen, das war ever, also richtig schon geil. Und, ja. Da können wir auf jeden Fall uns was gönnen. Da können wir uns auf jeden Fall was gönnen mit diesem Game, bei dem Game. Und ich hole mir direkt die Deluxe Edition. Das heißt, ja, 5 Euro mehr ist nicht viel. Und das, ja, finde ich eigentlich auch logisch. Da holt man sich lieber die Deluxe Edition für 5 Euro mehr. Hat man halt ein bisschen mehr ausgegeben, aber spart vielleicht im Nachhinein was. Aber und spart im Nachhinein was, das steht fest. Und ja, Leute, außerdem noch, wer noch nicht Deadpool 2 zum Beispiel, zurück. Deadpool 2 ist auch draußen, gehe ich auch noch rein bald. Also ich muss sagen, ich freue mich schon richtig so auf die Filme, also so mein Premiere, also was ich noch unbedingt sehen will, wenn jemand fragen würde, das, ich wette, jemand würde jetzt fragen, was würdest du noch gern sehen, außer Jurassic World? Ja, ich würde am liebsten daneben noch halt Deadpool 2 würde ich noch gerne sehen, weil ich habe mir den ersten Teil mal angeguckt, so am Wochenende noch, weil ich habe echt nie so angeguckt und so, und aber ich habe mir so Trailer angeguckt, die waren echt lustig und geil, und ja, da bin ich halt dann auf den Film gekommen, habe ich mir das mal so angeguckt und ich fand den recht cool, den ersten Teil, und der hat wirklich jetzt dann noch bald in den zweiten Teil auch rein, und da freue ich mich auch drauf. Aber meine Eltern und so, die sagen, ja, das war doch jetzt schon ein Film, weil ich habe jetzt Star Wars angeguckt, und die sagen, reicht doch jetzt erstmal, und dann habe ich so, nein, ich will doch noch in den anderen Film rein, und ja, kannst vorstellen, ne, jeder, du willst da rein, aber dann so sagen die Eltern, nee, weil die, weil ich bezahle das, weil meine Eltern würden das für mich nämlich bezahlen, und ja, das ist dann halt blöd, ne?
Aber naja, das ist nicht so schlimm, Leute. Wir werden hier auf jeden Fall auf meinem Kanal noch über die Filme reden und so, Leute. Also ihr könnt gerne reinschreiben, was ihr für Filme auch toll findet. Könnt ihr mal reinschreiben, gerne Kommentare und so. Aber zurück zum Solo-Film nochmal, zur Bewertung. Leute, falls ihr noch nicht gesehen habt, ich würde sagen, ihr könnt ihn euch ruhig gönnen, weil der ist eigentlich echt geil, muss ich sagen. Und ja. So sage ich bis dann, Leute. Viel Spaß mit Battlefront 1 und ja, mit viel mehr und bis dann.